Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Doris, Frontfrau der Techno House Sisters. Wir sind heute hier auf dem Rosatag im Heidepark Goltau. Und heute möchte ich euch ein bisschen durch die Gegend führen und euch ein bisschen was vom Heidepark zeigen. Heute hier anwesend sind natürlich auch die Schwestern vom Orden der perpetuellen Indulgenz. Hi. Ich habe einfach angeboten, ich habe da ein paar Ideen im Kopf, unser Fotorekord. Dann haben wir natürlich wieder unsere kleine Mini-Parade im Park und dass es eben für Rosatag-Gäste Vergünstigungen beim Eintritt gibt. Das haben wir alles wieder natürlich wiederholt und gerne wiederholt. Neu in diesem Jahr, weil es eben auch ein Jubiläum ist, ist die Abendparty. Und da schauen wir mal, wie das heute ist. Das ist die erste Geschichte, dass wir mal eine Party abends hier im Park anbieten. Und ja, ich hoffe, dass es ein Erfolg wird. Ich bin Vorsitzender vom CSD Nord e.V. Der CSD Nord e.V. ist der Zusammenschluss der norddeutschen CSDs, ist entstanden aus einer Kooperation, die im Jahr 2001 begann. Damals haben sich die Hamburger federführend gesagt, warum soll man sich nicht im Norden ein bisschen vernetzen? Es gibt ja auch CSDs eben nicht nur in Hamburg, sondern auch in Oldenburg, Braunschweig, Rostock, Schwerin, Lübeck, Lüneburg. Also auch aus dieser Nordkooperation heraus, wir haben irgendwann mal überlegt, jetzt haben wir uns vernetzt, aber dieser Zusammenschluss oder diese Gemeinsamkeit muss auch irgendwie zum Ausdruck gebracht werden. Und da haben wir überlegt, warum sollen wir nicht ein gemeinsames Event machen aller CSDs? Und da bot sich natürlich an, zum Abschluss der Saison irgendwas zu initiieren. Und sind dann 2005 auf den Heidepark zugegangen und die haben gleich gesagt, okay, machen wir. Und dann haben wir 2006 zum ersten Mal den Rosatag gemacht. Hier kann man viele Gimmicks für kleines Geld erwerben, wie Schlüsselbänder, Hawaii-Ketten, ganz viele schöne Sachen. Und wir befinden uns jetzt am, ich nenne es mal See im Heidepark, wo die Freiheitsstatue zu sehen ist. Von hinten, schöne Ansicht. Hier vorne seht ihr das Piratenschiff, wo später die Piratenschule stattfinden wird. Mit viel Spektakel, viel Feuerwerk, viel allem drum und dran. Wie oft hast du eigentlich solche Auftritte? Auch das richtet sich mal nach den Anfragen. Also bislang hatten wir 5, 6 größere Auftritte und jetzt geht das so richtig los. Also wir haben viele Angebote für die nächste Zeit. Wir werden am 24. Oktober in Ostrauderfehn auftreten, werden am 23. Oktober wieder im Alhambra auftreten und ja, viele, viele Aktionen, die noch dazukommen.